Ihr seid okay. Vielen Dank, dass ihr da seid und hier seid. Liebe Retterinnen, liebe Retter, vielen Dank, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben. Und mein ganz besonderer Dank gilt an die 400 Leute, denen wir das zu verdanken haben, dass dieses Stück Mauer hier noch steht. Denn Sie konnten das am Freitag verhindern. Ein fettes Dankeschön! Die Eastside Gallery ist ein Kultur- und ein Gedenkort. Und ich sage das auch vom Herzen als junge Berlinerin, die sich kaum bewusst an die Teilung der Mauer erinnern kann. Wir brauchen authentische Gedenkorte. Wir brauchen Gedenkorte und da ist die Eastside Gallery nahezu das einzige, das wir noch in Berlin haben, die nicht nach Disneyland-Attitüde an die Teilung gedenken. Und wir brauchen diesen Gedenkort und wir brauchen die Eastside Gallery. Sie ist das Symbol der friedlichen Revolution. Sie ist das Symbol für Menschenrechte. Sie ist das Symbol für Freiheit und für Demokratie. Und deshalb vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind und mit uns gemeinsam die Eastside Gallery retten wollen. Und der Bürgermeister Franz Schulte hat es schon erwähnt. Der Bezirk wollte dieses Grundstück umwidmen. Wir wollen, dass das eine Grünfläche bleibt und kein Hochhaus hier drauf kommt. Und wir wollen, dass die Mauer geschlossen so stehen bleibt und kein Teilabriss erfolgt. Und was war die Antwort vom Finanzsenator? Das sei keine Grundstück mit gesamtstädtischer Bedeutung. Und das finde ich klingt wie Hohn und Spott. Und Herr Wobereit, Sie sind nebenberuflich auch Kultursenator. Also melden Sie sich endlich zu Wort und kümmern Sie sich darum, dass dieses Stück Mauer hier stehen bleibt und die Eastside Gallery erhalten bleibt, so wie sie ist. Vielen Dank. Am Freitag waren wir 400. Heute sind wir mehrere Tausende. Morgen sind wir Zehntausende, damit diese Bagger nicht rollen und damit die Eastside Gallery stehen bleibt. Vielen Dank. Herr Wobereit, das Denkmal bleibt. Du stehst ja hier, um gegen den Teilabriss der Berliner Mauer zu, also mindestens der Eastside Gallery, zu protestieren. Du bist aber noch ganz jung, kannst ja den Mauerzeiten gar nicht mehr erlebt haben. Weshalb bist du trotzdem hier? Ich finde, man sollte die Erinnerung nicht einfach wegschmeißen, weil es war also gut, dass die Mauer dann überwunden wurde und das kann man nicht einfach so, ja, ist dann jetzt so zu Ende. Das muss man behalten, da muss man dann erinnern. Und wie findest du die Haltung von dem regierenden Bürgermeister? Na, ich finde, er sollte uns gut zuhören und er sollte sich umstimmen lassen. Ich habe die Mauer schon immer geliebt. Auch mal West-Berlin. Weil die hat uns irgendwie ermöglicht, hier gab es ja nicht wirklich Industrie, dass hier jeden Tag Geld von außen reinfloss, die Künstlern und Wahnsinnigen unheimlich viel Freiraum gegeben hat. Und diese alte Mauer ist nun weg und das ist auch okay, aber diese Stadt hat ja auch in einer falschen Richtung und das ist von oben her gelenkt. Herr Wobereit hat gesagt, Kultur wäre Chefsache. Da drüben steht Kultur, ausgerechnet von meinem Freund Thierry Noir, den ich schon seit vielen Jahren begleite und er mich. Wollen Sie das Piece wegnehmen? Es ist unfassbar und ich kann nur sagen, Herr Wobereit, Chefsache, dann machen Sie das zur Chefsache. Ich denke, das muss von ganz oben kommen, wenn hier überhaupt noch was passiert, abgesehen davon, dass wir natürlich das Unsere dazu tun können. Ansonsten bin ich grundsätzlich jemand, der kein Freund des Großkapitals. Ich finde das, was die so machen und im Kopf haben, wie die mit Menschsein und Schönheit des Menschseins umgehen, finde ich scheiße. Und um mit Charlie Chaplin zu sprechen, kann ich nur sagen, Heil Hinkel. Ansonsten bin ich aufgefordert worden, euch aufzufordern, dass wir ab jetzt hier sowas wie eine Mahnwache brauchen. Das heißt, wir können nicht einfach nach Hause gehen, sondern irgendwie müssen wir hier vor Ort am Platz bleiben. Und wenn es geht, wenn möglich auch morgen so früh, so viele wie möglich. Um 7 Uhr soll der Scheiß anfangen. Das müssen wir zu verhindern wissen. Frank, die Mauer muss
ja nun die Generation, die die Mauer erlebt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie finden Sie denn das heute, dass das Denkmal, dass Sie beabsichtigen, das Denkmal eigentlich völlig abzureißen? Ja, also für mich ist es eine unmögliche Angelegenheit und daraus spricht der Gier aus allen Ecken. Und ich bin am 4. November auch am Alexanderplatz gewesen und das war für mich so wichtig. Und hat mich eigentlich so begleitet, die 20 Jahre. Und deshalb bin ich eben auch heute hier, um das zu verhindern, dass sie so ein Denkmal einfach wegen irgendwelcher finanziellen Vorteile abreißen wollen. Und das kann nicht sein. Und es wurde ja auch schon im Vorfeld beklagt, dass es zu wenig Orte gibt in Berlin, wo man eigentlich die Mauer noch erleben kann. Dieses ist ja hier ein Ort dazu, ne? Auf jeden Fall. Und es hat sich ja auch so gezeigt. Ich meine, traditionell war ja hier nie die Mauer, aber weil sie hier nur eben mal stand, muss sie eben auch hier stehen bleiben. Wir können uns doch nicht von allen Dingen trennen, nur wegen irgendeines Hochhauses oder wegen einer privaten Initiative, um Leuten eine schöne Aussicht zu bieten. Das kann ja wohl nicht sein. Und noch zumal, dass ja hier ein Denkmal ist. Also hat man sich eigentlich auch schon über den Denkmalschutz hinweggesetzt. Ja, ich verstehe auch gar nicht, dass sich die Politik ja gar nicht so richtig damit beschäftigt. Es wurde bloß immer mal was geschrieben oder gesagt, dass sie sich nicht einig sind in Berlin hier und der Nussbaum, der war ja auch der Meinung, das soll nun das kleine Gebiet Kreuzberg, also das der Bezirk, die sollen das nun bezahlen, wenn sie es behalten wollen. Das müsste eigentlich der Bundestag beschließen sogar, dass sowas erhalten bleibt. Hätten Sie gedacht, dass so viele Menschen kommen? Ich sehe gar nicht, wie viele da sind, so mittendrin. Aber ich hoffe, dass viele gekommen sind, ja. Ihr Plakat, ein kleines Plakat, sagt es ja schon ein bisschen, Gier frisst. Denken Sie, dass die Stadt Berlin oder mindestens die Regierenden, die Verantwortlichen, das Stück Mauer opfern werden, um wieder mal ein bisschen die Kassen zu füllen? Ich glaube, es kommt darauf an, wie viele sich dagegen wehren. Sie gehören ja auch noch zur Generation, die die Mauer erlebt hat. Wo haben Sie den Mauerfall erlebt? Ich habe den Mauerfall zu Hause erlebt, nachdem mein Mann 85 aus dem Osten ausgewandert ist, ausgebürgert wurde. Wir haben im Rathaus von Köpenick geheiratet und ja, sind jetzt ewig lange zusammen verheiratet und kennen eben Ost-West noch, weil er hat eben im Osten gelebt und ich habe im Westen gelebt und ich bin 2 Jahre immer hin und her gefahren. Und ich denke, dass diese Erinnerung auf jeden Fall stehen bleiben sollte. Vor allen Dingen die junge Generation, die heute 20 sind, können sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie hat denn die Mauer überhaupt ausgesehen, ja? Wir können es noch nicht mal unseren eigenen Kindern wirklich vermitteln, ja. Und glauben die das? Wie reagieren die darauf? Nun gut, wir haben schon immer erzählt, wie das so ist. Vielleicht ist es für die auch so ein bisschen normal, dass man so eine Beziehung hat oder dass man eine Ost-West-Geschichte miterlebt hat. Ich meine, die Kinder, können die sich überhaupt vorstellen, wie das war, das getrennte Land so? Theoretisch vielleicht. Ich sage an dieser Stelle, leider, wir haben 2004 andere bauplanrechtliche Möglichkeiten hier gehabt. Das wurde nicht geschafft. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das im Abgeordnetenhaus und natürlich weiter hier auf der Straße mit euch allen zusammen hinkriegen, dass es so nicht weitergeht. Und Herr Vorbereit muss es schaffen, einen runden Tisch zu organisieren. Das ist das Mindeste, mit all den anderen Beteiligten hier an einen Tisch zu kommen. Und vor allen Dingen auch muss die oberste Denkmalbehörde hier einschreiten. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass hier Kunst zerstört wird, dass hier tatsächlich eine Galerie eingerissen wird. Das geht einfach nicht. Dieser Bilder insgesamt bemalen, mit schwarzem Untergrund natürlich wegen dem schwarzen Tag, und diese Bilder dann versteigern. Zugunsten der Künstlerinitiative Eastside Galerie, damit wir die auf uns zukommenden Gerichtskosten bezahlen können. Vielen Dank. Ich würde gerne dieses Verdienstkreuz wieder zurückgeben, wenn tatsächlich die Mauer weiter abgerissen wird. Nein, das hat keinen Sinn, wenn die Würde von uns zerstört wird, wenn ein Dokument hier verwahrlost zerstört wird, dann müssen wir was tun,
solange die Menschenmasse uns unterstützen, glaube ich, schaffen. Ich habe es dann eine Hoffnung. Unsere Künstler weltweit haben die uns Kraft gegeben, dass wir weitermachen sollen. Dankeschön. Zehntausende von Berlinern sind heute hier auf die Straße gekommen, an die Stralauer Allee, um einfach ein Bekenntnis abzulegen, dass die Eastside Gallery bleiben muss. Dass es nicht angehen kann, dass wenige sich einfach an einem Stück Land vergreifen, wo Menschen gestorben sind. Und ein Stück Kulturgut geopfert wird für wenige. Der Senat von Berlin verkennt außerdem, dass es, wenn die Mauer, die Eastside Gallery, weg ist, auch ein Stück Geschichte, Berliner Geschichte zum Anfassen weg ist, die dann für die nachfolgenden Generationen nicht mehr zur Verfügung steht. Und hinter mir malt gerade ein Künstler, einer der Künstler, die die Berliner Mauer 1991 begannen zu bemalen, ein Bild. Und er hat vorhin gesagt, dass er dieses Bild ganz gerne spenden möchte für die Aktion, die jetzt hier entsteht. Es ist auch ein bisschen schwarz, ein Teil der Berliner Mauer ist da zu sehen, ein Teil wahrscheinlich seines Bildes, das er damals an die Mauer gemalt hat. Und er hat gesagt, es kann einfach nicht sein, dass es abgerissen wird und die Politiker verfahren nach Gutdünken und nach Gutsherrenart und einfach, es wird abgerissen, damit basta. Und die Berliner sind aufgeregt und aufgebracht. Es kann also nicht sein, lieber Herr Wowereit, dass Sie sich erstmal nicht dazu äußern und zweitens, dass die Eastside Gallery abgerissen wird. Ja, Berlin ist heute auf den Beinen gewesen. Zehntausende sind bei diesem Wetter dabei gewesen. Und wir vom Berlin-Fernsehen bleiben dran, werden darüber weiter berichten. Und ich denke mal, die Wut der Berliner wird weiterhin hoch sein.